Erfolgreiche Reakkreditierung für die FOM. Die FIBA verleiht Deutschlands größter privater Hochschule zum zweiten Mal das Siegel der Systemakkreditierung. Das Gütesiegel gewährleistet für weitere 8 Jahre die hohe Qualität der Lehre an der FOM. Man muss die Feste auch feiern, wie sie fallen. Sie haben sich jahrelang vorbereitet auf eine Systemakkreditierung und daher ist es mir auch immer wichtig, sich die Zeit zu nehmen, gemeinsam mit Ihnen nochmal nachzudenken, was alles gelaufen ist. Die Systemakkreditierung ist für die FOM-Hochschule besonders wichtig. Bei uns ist es halt so, dass der Berufstätige besonders kritisch auf seinen Hochschulpartner schaut und natürlich auch die Arbeitgeber ein hohes Interesse haben, dass die Institution, wo man einen Studienabschluss erwirbt, auch wirklich top organisiert ist und eine hohe Qualität ihren Absolventen bietet. Die Reakkreditierung zeigt, dass die FOM-Hochschule ein effizientes, aufwendiges Qualitätsmanagement betreibt. Seit der Geburtsstunde der Hochschule wird zum Beispiel die Leistung unserer Professoren und Dozenten regelmäßig auch hinterfragt. Aber es umfasst im Augenblick halt nicht nur die Lehrenden, sondern auch die Organisationsleistung, die Forschungsleistung und alles, was eben quasi einen Hochschulbetrieb ausmacht. Das ganz Besondere, und das möchte ich hier auch hervorheben, ist, dass die FOM ohne Auflagen reakkreditiert wurde. Das ist auch für die FIBA was ganz Besonderes. Und ich glaube, darauf soll die FOM ganz besonders stolz sein. Und ein wesentlicher Aspekt ist natürlich auch noch, dass das Gutachterteam festgestellt hat, dass das Qualitätsmanagementsystem einen sehr, sehr hohen Reifegrad die letzten Jahre erreicht hat. Das Besondere war, dass die Gutachter feststellen durften, dass sich alle Mitarbeiter, ob in der Wissenschaft, aber auch in der Organisation, dem gemeinsamen Ziel verpflichtet fühlen, bundesweit eine hohe Qualität im berufsbegleitenden Studium abzubilden. Und dafür schulde ich auch allen Mitarbeitern meinen herzlichen Dank. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch in Zukunft als einen wichtigen Erfolgsfaktor an unserer Hochschule beibehalten werden.